Freitag, der 26. August. Herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller hat sich am Freitag als erster in das Kondolenzbuch für den verstorbenen Bundespräsidenten und Berliner Ehrenbürger Walter Scheel im Roten Rathaus eingetragen. Seit Freitag liegt das Buch hier aus und alle, die ebenso kondolieren wollen, können dies zu den wöchentlichen Öffnungszeiten des Rathauses gerne ebenso tun. Unterdessen hat die Sprecherin von Berlins regierendem Bürgermeister kurz vor der Abgeordnetenhauswahl einen längeren Urlaub genommen und damit Spekulationen über ein Zerwürfnis ausgelöst. Die wochenlange Abwesenheit der langjährigen Müller-Vertrauten Daniele Augenstein mitten in der heißen Wahlkampfphase deute möglicherweise auf größere Probleme oder sogar ein Ende ihrer Tätigkeit hin, berichten mehrere Medien. Aus der Senatskanzlei hieß es nur offiziell, Frau Augenstein hat Urlaub. Seit Freitagmorgen ist der Verkehr der beiden Ringbahnlinien zwischen Westend und Gesundbrunn unterbrochen. Dort werden voraussichtlich bis zum 5. September Busse anstelle von Zügen fahren. Ursache sind umfangreiche Weichenarbeiten. Auch auf der S3 werden derzeit Weichen erneuert. Dort sind noch bis zum Montagmorgen Busse zwischen den Bahnhöfen Karlshorst und Nöldnerplatz im Einsatz. 5 Männer, die mehrere hunderttausend Euro mit ergaunerten Kontodaten erbeutet haben, müssen sich seit Freitag vor dem Berliner Landgericht verantworten. Die Anklage geht davon aus, dass 2 der 31 bis 60-Jährigen seit etwa 2012 als Mitglieder einer Bande agiert haben. Die Gruppierung habe mit sogenannten Phishing-Attacken bei Online-Bank-Transaktionen Daten ausgespäht. Damit seien in einer Vielzahl von Fällen unberechtigt Überweisungen getätigt worden. 39 mutmaßliche Taten sind angeklagt. 3 der Verdächtigen stehen wegen Beihilfe zum gewerbsmäßigen Betrug vor Gericht. Ein Urteil wird nicht vor Mitte November erwartet, die Täter wollen aber aussagen. Trotz neuer Verzögerung kann der künftige Hauptstadtflughafen aus Sicht der Verantwortlichen nächstes Jahr in Betrieb gehen. Niemand kann heute eine Garantie abgeben, dass es mit der Eröffnung 2017 klappt, aber wir haben eine Chance, sagte Berlins Flughafenkoordinator Engelbert Lütke-Dahltrup der Berliner Zeitung am Freitag. Die Flughafengesellschaft will diesen Zeitplan unter Aufbietung aller Reserven schaffen, sagte er. Nach seinen Angaben verzögert sich eine für August erhoffte wichtige Genehmigung für das Projekt um 4 bis 6 Wochen. Es könne aber auch weitergebaut werden. Das Vergabeverfahren für das Berliner Stromnetz hat die letzte Stufe erreicht. Die 3 Bewerber haben bis zum Freitag ihre finalen Angebote eingereicht, wie ein Sprecher der Finanzverwaltung sagte. Diese würden nun ausgewertet. Wann feststeht, wer künftig Berlins Stromnetz betreibt, ist offen. Hier geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit, hieß es. Derzeit betreibt die Vattenfall-Tochter Stromnetz Berlin das Netz. Sie hat ebenso ein Angebot abgegeben wie die landeseigene Gesellschaft Berlin Energie, unterstützt von E.ON, und die Genossenschaft Bürgerenergie Berlin. Die Bieter sind ein Jahr lang an ihre Gebote gebunden. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. In der Nacht kühlt sich das Quecksilber zwar auf 22 Grad ab, die gefühlte Temperatur ist aber tropisch und liegt bei etwa 26 Grad. Der Samstag zeigt sich von seiner schönsten Seite, 30 Grad Sonne pur. Die Meteorologen sehen aber auch eine geringe Gewittergefahr. Und damit sind wir beim Wetterausblick für die kommenden Tage. Sonntag bei sommerlichen 32 Grad ausklingt, präsentiert sich die neue Arbeitswoche wesentlich kühler, wenngleich nicht weniger freundlich. Bei Werten zwischen 25 und 23 Grad bleibt es bei nur zum Teil bedecktem Himmel, aber recht freundlich. Ja, und das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss bis Montag.